Wieder ein Albtraum. Sie hat wieder meine Träume betreten. Vielleicht will sie nur mit mir reden? Was denke ich nur? Märchen, die wahr werden? Und trotzdem spüre ich... Nein, 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 nein. So denkt nur eine Verrückte. Und das bin ich nicht. Verdammt, wo kommt das ganze Blut her? Es ist eigentlich noch nicht so weit und das ist viel mehr als sonst. Was passiert mit mir? Folge ich Martha früher in den Tod als gedacht? Ich muss abwaschen und noch einige andere Dinge erledigen. Wenn ich krank werde, habe ich keine Zeit mehr dafür. Die Wahrheit wartet auf mich. Sie muss in diesen Filmrollen versteckt sein. Ich fürchte, langsam wird es krank. Neues Kapitel, die Wälder. 3 Tage nach dem Tod. Warum ist das Bild falsch rum? Das beunruhigt mich. Ich wollte erst nicht sagen, aber jetzt ja ausgesprochen. Das kann also so nicht sein, ja. Okay. Okay, soll ich mich umziehen? Nee, erst waschen. Erst waschen. Auf was für Ideen komme ich nur? Ich würde meine Kleider mit Blut beflecken. Jupp. Na gut. Ja, ich bin das, ne? Ich würde das wirklich mal ein bisschen mehr hinterfragen. Danke. Ich traue dem Spiel alles zu. Inzwischen. Das ist schon besser. Aber ich kann mir das ganze Blut immer noch nicht erklären. Das ist mir noch nie passiert. Ich kann dem Arzt sowas doch nicht erzählen. Sonst muss ich im Bett bleiben und mich ausruhen. Willst du mir sagen, du bist jetzt sauber oder was? Geh richtig baden. Ich probier's nochmal, dann wissen wir's. Zeit für die Pünktchenbluse. Was sagen die Quests? Lies die Zeitung. Entwickle die Filmrollen. Richtig, richtig. Nimm die Tasche. Nimm dir die Tasche. Nimm dir die Tasche, meinen die wahrscheinlich. Wo ist denn die Tasche mit den Filmrollen? Habe ich die hier irgendwo? Nicht, dass die immer verrückter wird, so ein bisschen wie der Psychologe in Until Dawn. Ach, das ist die Tasche. Das wäre beunruhigend. Das wäre ziemlich unhöflich, aber ich könnte das Telefon abnehmen und ihr Gespräch belauschen. Ja, du bist stumm. Taub. Ist die Taub stumm? Ich glaube. Das ist Mamas Schmuck. Sie trägt ihn jeden Tag, auch wenn Papa sagt, dass es heutzutage unpraktisch und gefährlich ist, Zeichen des Reichtums zu zeigen. Wie immer will sie nicht auf die Vernunft hören und streitet sich mit Papa, bis er geht, um Krieg zu spielen, wie sie sagt. Es gibt immer mehr Waffen und alle haben Angst nach dem, was passiert ist. Gucken wir uns hier mal ausführlich an. La Romola, 15. Juli 1944. Liebe Frau Irene, ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass hier in der Villa alles in Ordnung ist. Vielen Dank, dass Sie so rücksichtsvoll und fürsorglich sind. Ich entschuldige mich für die Einfachheit der Unterkunft, in der Sie gezwungen sind, zu leben. Außerdem habe ich das Zimmer, in dem sich die Kleine aufgehalten hat, wie gewünscht, abgeschlossen. Ich habe Ihnen den Schlüssel hinterlassen. Es ist der mit dem rosa Schlüsselring. Geben Sie auf sich Acht, mit den besten Grüßen, Nanni. Warum um alles in der Welt hat Mama die Tür abgeschlossen? Das war mein Zimmer. Was will sie verstecken?
Wieder Pervitin. Ich habe das Gefühl, dass diese Pillen nichts anderes tun, als sie aufzuregen. Pervitin, gibt's das wirklich? Vermutlich. Und wenn ja, was für was ist das und was bringt das? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr es googelt, dann ist das so. Ja? Liebe Mama, es fällt mir schwer, aber ich muss dir etwas sagen. Ich habe herausgefunden, dass Julia schwanger ist. Geh morgen früh um 7 an den See und beobachte sie beim Baden. Du wirst sehen, dass ihr Bauch wächst. Martha, was? Ich bin nicht schwanger. Warum wird alles noch verwirrender? Ich bin auf der Suche nach einer Erklärung, aber stattdessen ergeben sich nur mehr Fragen. Mir erklärt das so manches. Das Blut im Bett. Der Traum hat ja auch quasi darauf hingedeutet. Hier sind meine Karten. Nanny und ich haben immer mit ihnen gespielt. Sie sagte meine Zukunft voraus und ich tat so, als würde ich ihre voraussagen. Die Zukunft war immer für alle gut. Vielleicht sah sie, als sie diese las, meine wahre Zukunft, die sie vor mir verbarg. Oder, was wahrscheinlicher ist, diese Karten sind eigentlich nur ein dummes Spiel, mit denen man sich selbst beruhigt und täuscht. Aber sich selbst zu täuschen ist manchmal notwendig. Wie könnten wir sonst glücklich leben? Nun denn. Automatisch gespeichert. Sieht aus, als gäbe es hier aktuell nicht noch mehr. Nach den dramatischen Nachrichten vom Land wird Erzbischof Toccarelli mit den Franzosen in der Stadt gegen die Vergewaltigungen durch die einmarschierenden Truppen protestieren. Neue Verordnung für die Sicherheit der Bürger. Von diesem Moment an ist es jedem untersagt, sein Haus zu verlassen und durch die Straßen der Stadt San Casciano zu spazieren. Alle Fenster, auch in Kellern, Hauseingängen und Durchgängen, müssen Tag und Nacht geschlossen bleiben. Der Bevölkerung wird geraten, in ihren Kellern oder, wenn diese nicht vorhanden sind, in Kirchen und anderen großen Gebäuden zu verweilen. Die Patrouillen der deutschen Armee haben den Befehl, auf Menschen zu schießen, die sich auf der Straße befinden oder die beim Blicken aus dem Fenster erwischt werden. Der Verständlichkeit halber wird diese Mitteilung wiederholt. Neue Verordnung für die Sicherheit der Bürger. Von diesem Moment an ist es jedem untersagt, sein Haus zu verlassen und durch die Straßen der Stadt San Casciano zu spazieren. Alle Fenster, auch in Kellern, Hauseingängen und Durchgängen, müssen Tag und Nacht geschlossen bleiben. Der Bevölkerung wird General Erich K. Neue Regeln zur Ausgangssperre und zum Verhalten von Frauen. Deutsches Kommando von San Vincenzo a Torri. Telefonnummer 1185. Oje. Und hier? Die Post. 25 ISO-Film. Wenn die Sonne hoch am Himmel steht, ist der perfekt. Ja, klingt, also sieht gar nicht so bedrohlich aus hier, ne? Man nimmt den Krieg hier nicht wahr. Moment. Hier war das Telefon. Verdammter. Na gut, das habe ich alles geschafft. Wo ist die Zeitung? Liegt die unten am Frühstückstisch mal wieder? Finde den Schlüssel, weiß aber nicht, wo er ist. Rosa Schlüsselanhänger. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir noch nichts entdeckt. Das ist unser verschlossenes Zimmer. Zeitung lesen. Der Oberbefehlshaber der Reichswehr verkündet: Erstens, wer im Besitz von Waffen oder Sprengstoff ist, der dem deutschen Hauptquartier nicht gemeldet wurde, wird erschossen.
Zweitens, wer Kriminelle beherbergt und oder sie schützt und sie mit Kleidung und oder Waffen versorgt, wird erschossen. Drittens, wer von der Existenz von Rebellengruppen oder sogar einzelnen Rebellen weiß, ohne diese zu melden, wird erschossen. Das klingt so surreal. Na, warum kann ich denn nicht? Italienische Arbeiter in Deutschland. Für Arbeitnehmer, die freiwillig in Deutschland arbeiten, gelten folgende Regeln. Erstens, die Verpflichtung läuft maximal ein Jahr bis zur Rückkehr nach Italien. Der Krieg wütet an der Ostfront. Ein Angriff der Sowjets nach stundenlanger Kanonade. Der Kampf an dieser Front ist schon lange im Gange. Und er wendet sich langsam. Oder er hat sich, glaube ich, da schon gewendet, ne? Im Winter. Im Winter haben die Russen die Übermacht übernommen. Gefechte in der Normandie. Siegreicher deutscher Gegenangriff auf der Straße von Périer nach Carentan. Pont-Hébert nördlich von Saint-Lô zurückerobert. Viele US-Verluste durch die Aktion Fliegende Bombe. Ja, das war wichtig. Verrückt. Da ist ein Ausrufezeichen bei R1. So, ach, das kann ich jetzt benutzen, die Karten. Aber warum? Freunde, was haben die Karten heute für uns zu bieten? Nehmen eine mittlere. Der Eremit. Und die andere mittlere. Die Mäßigkeit. Ganz am Rand. Der Stern. Die Lösung ist noch weit entfernt. Ich muss geduldig und weise sein. Aber das Glück ist leider nicht auf meiner Seite. Nur eine Weissagung pro Tag. Wild. Möchte ich es bezeichnen. Wild. Tja, ich könnte jetzt natürlich alles nochmal absuchen, aber ich denke, das muss nicht unbedingt sein. Das ist ein permanentes Rad, Johannes, ne? Entwickeln wir mal unsere eigenen und die anderen Bilder. Das könnte jetzt spannend werden. Neue Objektive. Mit diesem Objektiv wird alles größer. Rotfilter für extrem kontrastreiche Fotos. Dieses Objektiv vergrößert den erfassten Bereich. Es ermöglicht mir, mehr auf das Bild zu bekommen. Noch was? Ich muss vorsichtig und leise sein, während ich zuhöre. Ich muss unbemerkt bleiben. Ich bin ja schließlich eigentlich taub. Bist du soweit, Julia? Klar, Papa. Ich bin bereit. Die Aufnahme läuft schon. Oh nein, meine Stimme wird furchtbar klingen. Ach was, stell dich nicht so an. Wolltest du nicht sowieso Gesang studieren? Nein, nein, nein. Ich war jung und dumm, als ich das gesagt habe. Okay, bereit? Los. Oh, schön. Das ist die Probe für das Konzert von letzter Woche. Ich habe mir die Aufnahme nie angehört. Aber ich habe recht gehabt. Meine Stimme ist furchtbar. Das kann man nicht als Gesang bezeichnen. Jedenfalls wird es an der Zeit, dass ich diese Filmrollen entwickle. Ich kann nicht länger warten. Ich wünschte, ich könnte einfach die Zeit anhalten. Was steht da? Achtung! Lebensgefahr ohne. Warum kann ich das nicht lesen? Ohne sichere Bedienung? Wie dem auch sei. Diese Bilder könnten alles verändern.
Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ich Martha verletzt haben könnte. Ich würde lieber sterben. Mein blöder Kopf und diese blöden Gedächtnislücken. Es ist so nervig, sich nicht erinnern zu können. Als würde man sich in sich selbst verlieren. Ich kann nicht sehen, was da drauf ist. Okay, das sind die, die ich gemacht habe, richtig. Die wollte ich ja eh erstmal entwickeln, und zwar... Den hatte ich noch nicht. Oh, jeden einzelnen? Boah, gar keinen Bock. Kann sie ja so machen. Ich kann das Foto so nicht entwickeln. Ach. Das war jetzt doof, es war nicht so scharf. Egal. Weißt du was? Egal. Ich dachte, ich tue absichtlich ein bisschen dran zoomen. Aber das wollen sie nicht. Das Spiel hat mir gesagt, ich soll das fotografieren, ne? Wenigstens mal ein bisschen Hintergrundmusik dabei. Und den Stofffetzen noch. Und dann kommen wir zu den neuen Sachen. Das hier halte ich immer für einen überflüssigen Schritt, aber die haben ja gesagt, die haben ja schon einige Zwischenschritte entfernt. Da wollen wir mal nicht so sein. Der Stofffetzen. So, und jetzt zum interessanten Teil. Eigentlich müsste ich die alle entwickeln, oder nicht? Warum fange ich auf Seite 5 an? Soll ich nicht hier anfangen? Guck mal, das ist ja uninteressant. Da ist jetzt ein interessantes Bild dabei. Das ebenfalls. Ich mach mal erstmal die, wo ich auf jeden Fall sehe, dass da Leute drauf sind. Mal sehen, was sie dazu sagt. Mal ganz mittig. Vielleicht ist es noch besser. Hier bin ich auf den Pier zugelaufen. Genau wie in meiner Erinnerung. Das hat sie fotografiert? Ist jetzt erstmal nicht katastrophal, nicht schlimm oder so. Nämlich als nächstes das. Und jetzt gehen sie baden. War ja der geplante Werdegang. Eine Schwimmstunde, bevor sie fotografieren. So eine Art. Ja, ich habe mich ausgezogen und war dann kurz vor dem Eintauchen. Daran erinnere ich mich. Oder vielleicht, das wäre halt auch eine krasse Überlegung, vielleicht sind wir ja doch Martha und nicht Julia. Wir haben uns getäuscht. Und sie hat vergessen, dass sie sich die ganze Zeit, all die Jahre stumm gestellt hat. Nee, ich glaube, das kommt nicht hin. Ja, wir werden es noch rausfinden. Aber was soll das jetzt? Die eine hat die andere in der Hand. Vermutlich die, die am Ende gestorben ist, ist auch regungslos. Oder nicht? Ich habe dann Martha ans Ufer getragen. Ich habe versucht, ihr das Leben zu retten. Meine Erinnerungen sind zwar verschwommen, stimmen aber mit der Realität überein. Da geht es mir gleich ein bisschen besser.
Jetzt kann ich herausfinden, wer Martha wirklich getötet hat. Vielleicht sollte ich mich mit der weißen Frau treffen? Vielleicht kann sie mir etwas dazu verraten. Oder ist das nur Schwachsinn? Ja, mit Sicherheit. Aber was ist hier schon normal? Vielleicht muss man ein bisschen verrückt sein, um etwas zu erreichen. Ich wollte es fragen, ne? Wer hat das Bild gemacht? Aber es wurde ja gesagt, dass die Kamera in Intervallen immer wieder Fotos schießt. Das erklärt also das. Ist zwar albern und keiner würde es wirklich machen, aber da es gesagt wurde, nehmen wir das als Erklärung hin. Wie wir diese Hinweise bekommen können. Ja gut, ich muss jetzt noch den Schlüssel finden, nicht wahr? Hab da zwar keine Anhaltspunkte, aber vielleicht passiert ja erst was, wo ich das entwickelt habe. Oder meint ihr, ich muss noch mehr Fotos entwickeln? Wir gucken erstmal weiter. Man sieht auch immer, wie die Sonne wandert an dem Fenster. Das ist interessant. Vielleicht jemand zu Hause? Oder sind die so lange weg? Muss ich jetzt den Schlüssel suchen? Die verbleibenden Fotos geben mir keinen Hinweis, oder? Wo der Schlüssel sein könnte. Ist ja Quatsch. Ach, hier oben. Da war auch ein Ausrufezeichen in Rot. Gehe zum See. Der Geist der weißen Dame lebt im See. Nanny hat mir ihre Geschichte immer wieder von den Einschlafen erzählt. Könnte was dran sein. Eieiei, das halte ich für keine so gute Idee. Dass die Eltern aber auch nicht mal auf den Trichter kommen, sich mal um die andere Tochter zu kümmern, ne? Dass die Eltern die dann auch allein lassen. Ihr seht ja, dass es keine gute Idee ist. Du musst zwar sagen, ne? Andere Zeiten und so. Ja, aber auch, ja, ganz genau, andere Zeiten, ne? Gerade noch ein Grund, die Tochter nicht alleine zu lassen. Wenn hier noch was passiert. Kriegstechnisch. Wartet mal, ich komme nach da unten zum See. Dann können wir den See auch mal bei Tag sehen. Das ist sehr schön. Die Dunkelheit war mir nämlich ein bisschen ein Dorn im Auge. Dies ist das Zentrum unserer Farm. Aber seit wir hergezogen sind, wird sie nicht mehr so bewirtschaftet wie früher. Sicherheit ist essentiell, sagt Papa. Ja. Kann man sich nach dem Krieg nochmal drum kümmern. Ach, was ein schöner Fleck, ne? Ist das schön hier. Hier kann man schon mal eine Kindheit verbringen, ich sag's, wie es ist. Ja, aber die weiße Frau ist ja quasi sie oder sieht genauso aus, ne? Habe ich mich verlaufen? Definitiv. Was ist denn das für ein Weg? Würde ich gerne mit dem Fahrrad lang düsen. Oh, was ist das? Das war früher nicht da. Sag mal an. Wie komme ich da rein? Ein anderer Eingang vielleicht? Was sehen wir denn da? Das war früher nicht da, das sieht aber nicht so aus. Ja, doch, obwohl. Könnte relativ neu sein. Sind wir dafür schon mal den Weg gegangen? Oje, oje, oje. Okay. Wird schon. Warum ist der Weg hier nicht gepflastert? Ah. Los, schnappen wir uns diese Pflasterne. Ach, du liebes Lieschen. Ich sag's doch.
geht's! Hier lang! Hier drüben! Oh, hey! Vorwärts! Hier! Sie sind da lang! Verdammt! Los, laufen! Sensibles Thema, aber ich würde sagen... Was ist hier los? Was machen die Soldaten da? Es ist gefährlich, ich weiß, aber ich will ihnen folgen und sehen, was passiert. Selbst schuld. Verdammt! Die Schießerei im Wald. Und so wird die Idylle zerstört. Wie bitte? Ich weiß nicht mal, wo die hingegangen sind. Ich weiß nur, hier kommen wir zum See. Das ist mein Kleid, nicht das von Martha. Jetzt, da ich Martha bin, ist es besser, es erst einmal dort zu lassen, wo es ist. Das ist mein Kleid, nicht das von Martha. Schon gut. Jetzt, da ich Martha bin, ist es besser, es erst einmal dort zu lassen, wo es ist. Wenn du das sagst, musst du es nicht zweimal sagen. Echt schön hier. Also ich hierhin zurück. Vermutlich folge ich dort den Soldaten. Ist halt nicht die schlauste Idee. Es tut mir leid, ich verlaufe mich. Hoffnungslos verlaufe ich mich. Manchmal kann man abkürzen und muss nicht auf den Wegen bleiben. Okay, dort in der Nähe ist dann auch wieder diese Musik. Diese Stimme. Hier entlang ging es. Oh Mann. Warum genau fehlen dir die Beine? Oh Gott, bitte nicht. Lapo, mein lieber Freund. Was haben sie dir angetan? Nun. Siehst du doch. Dein Taschentuch war das Symbol für deinen Glauben. Lass mich wenigstens das von dir haben. Liebe Julia, bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg und ich kann mich damit einfach... Ein Mädchen erschossen, du Idiot! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel! Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch! Scheiße, lass uns abhauen! Aber sie lebt noch! Sie liegt im Sterben! Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot.
Ich dachte mir, ich sterbe. Aber seltsamerweise hatte ich keine Angst. Tatsächlich war ich sogar fast erleichtert. Als ich zurückgekehrt war, befand ich mich wieder inmitten eines Albtraums, dessen Bedeutung mir zu der Zeit nicht klar war. Wir ordnen unsere Gedanken. Martha, ich gebe dir, was ich besitze. Nein? Ich weiß gerade nicht, was sie meint. Ich gebe dir deine Erscheinung. Schicksal passt nicht in den Satz. Martha, ich gebe dir deine Erscheinung zurück. Martha, ich gebe dir deine Erscheinung zurück. Jetzt sehe ich mit meinen eigenen Augen Träumen, mit meinen Träumen. Nein, wir sehen doch viel mit unseren Träumen. Aber weil wir die Maske, das Gesicht nicht mehr haben, meint sie, sie sieht wieder mit ihren Augen. Hätte man so oder so auslegen können. Thank you.